Heute als erstes die News. Ja. Ja, wie? Dann. Müsst ihr auch zu uns wechseln. Ja, schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Hier ist das Streiken und einfach mit den News. Und dann geht es jetzt, glaube ich, weiter mit einem neuen Thema. Wo war eigentlich unser Trailer heute? Ja, da wollen wir mal noch nachträglich spielen. Ja, ach, ich glaube, das bringt nicht so viel, oder? Haben wir das Mahnwachen-Video noch nicht? Das Regie? Video ist noch nicht ganz eingelegt, aber es wird wohl bald kommen. Das Video wird gleich kommen, ja. Wir erwarten. Wir hoffen drauf. Es muss kommen. Wie gesagt, wir bitten die technischen Probleme hier etwas zu entschuldigen. Beim nächsten Mal wird alles besser werden. Ja, Leute, nicht ins Bild laufen. Ja, wir sind noch drauf. Aus dem Konzept geraten. Das ist voll scheiße. Okay, ich fange nochmal von neuem an. Ein Pfefferspray kann ich leider nicht sagen. Wo eigentlich? Weiß ich gar nicht. Mist. Also das war jetzt gerade eben die STOP, also Stopp-Demo. Nee, und das war's nicht. Das war's nicht? Das war's nicht. Ach, das war's nicht. Dann gut, dann kommen wir jetzt zum drei Veranstaltungen. Ja, ich weiß nicht. Also außerdem gibt es in der offenen Uni noch einen schönen Abend mit Musikmarken. Zwei anwesende Gäste und die stellen sich am besten einmal selber vor. Danke für den Bericht zum Kurier-Tourismus-Tag. Es könnte jetzt weitergehen. Ja, der Bericht kommt gleich. Ja, du wolltest was fragen? Es folgt jetzt ein Interview mit den Schülern des Camille-Claudel-Gymnasiums in Prenzlauer Berg. Und jetzt, denke ich mal, gucken wir uns das Video nochmal an, nicht wahr? Ja, die Regie pennt hier regelmäßig. Hallo, ich habe da mal eine ganz, ganz doofe Frage. Okay. Es gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten, aber frag mal. Genau. Ich finde dein Hemd so geil. Okay, ich auch, deshalb habe ich es an. Aber hast du vielleicht was zum Thema zu sagen? Gibt es das Hemd auch mit Strassstein? Mit bitte was? Gibt es das Hemd mit Strassstein? Du, ich habe keine Ahnung. Aber möchtest du noch was zum Thema sagen oder möchtest du nur hier... Na, ich mag den Klaus Wowereit und ich finde, dass er die richtige Einstellung hat, euch Studenten das Geld müssen zu kürzen, sage ich mal. Na, jetzt kommen wir doch mal langsam auf den Punkt. Okay, genau. Dann kannst du das vielleicht auch mit einem Argument untermauern. Warum bist denn du der Meinung, dass der Klaus Wowereit uns das Geld kürzen sollte? Das ist eine lange Geschichte. Dein Hemd lenkt mich einfach ab, da kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Okay, pass auf, ich stelle mich jetzt kurz hinter ihn. So, wir machen das so, dann siehst du mein Hemd nicht mehr und du erzählst mir jetzt argumentativ, warum der Klaus Wowereit uns das Geld nehmen soll und nicht zum Beispiel den Leuten, die es wirklich haben. Also sprich zum Beispiel der Berliner Bankgesellschaft, den ganzen Managern, die tierisch viele Leute entlassen haben und sich dafür in die eigene Tasche was verdient haben, den ganzen Reichen halt. Warum soll das den Armen nehmen? Erzähl's uns. Wir konnten
Bewegung gegen die Gremienstruktur, die auf professoraler Mehrheit basiert. Berliner Bündnis ist für gegen Sozial- und Bildungsraub. Von der SPD-Besetzung der Bundeszentrale der SPD. Um 19 Uhr trifft sich die Co-Kreis-Inhaltsgruppe. Die OKB-Vorbereitungstreffens AG. Perspektiven-Treffen des Streikplenums. Schweres Wort in die Zeit.